Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute könnt ihr mal mitverfolgen, wie die Tracks für meinen Song Liebesinfektion entstehen. Die aufmerksamen Leser meines Blogs auf meiner Website wissen ja, der Song hat einen autobiografischen Hintergrund. Die Struktur des Songs ist bereits fertig. Vom Text ist auch eine Menge fertig, da fehlt noch ein bisschen was. Aber soweit ist das alles in Sack und Tüten. Ich habe inzwischen am Computer so ein grobes Layout angefertigt, aus dem der Groove klar wird, aus dem die Bassmelodie so ein bisschen klar wird und aus dem eben auch die Harmonien und der Ablauf sich abzeichnen. Und jetzt wird es natürlich Zeit, das Ganze mal ins reale Leben zu holen. Und deswegen habe ich ein paar Musiker zusammengetrommelt, denen ich an dieser Stelle besonders danken möchte, denn als sie spitz gekriegt haben, worum es geht, da lautete die Ansage: Mensch, du bist frisch verliebt, das ist ja toll, da helfen wir dir gerne, na klar, kein Problem. Ach so, du bist unglücklich verliebt. Ja, dann helfen wir dir erst recht. Und das fand ich sehr gut. Ich glaube, das wird diesem Endergebnis so eine bestimmte Energie geben. Und ich sage euch eins, wer solche Freunde hat, der braucht wirklich keine Feinde mehr. Also, wir beginnen den Song am besten mit dem Bass, denn der Bass liefert grundsätzlich das Fundament, vor allem natürlich in den tiefen Tönen. Und da weiß ich auch schon ganz konkret, dass ich unbedingt einen Kontrabass hören möchte. Also am Anfang so als stehenden Ton, super geil. Finde ich auch. Ja. Das ist das, was ich kann. Das, was man können muss. Ja, okay. Dann fangen wir damit an. Mhm. Stimmung? Steigt. Ich kann mir nochmal durchstimmen. Mhm. Die beste Medizin ist die Zeit. Nachdem wir mit dem Bass das Fundament geschaffen haben, sowohl in den tiefen Tönen als auch schon ein bisschen für den Groove, wird es jetzt Zeit für harmoniegebende Instrumente. Dazu eignet sich hervorragend die Gitarre. In diesem Fall ist es die akustische Gitarre, die wir sowohl schrammeln als auch zupfen. Für den C-Teil hatte ich fast noch gar keine Idee. Also mir war klar, das wird so eine Art Solo-Teil, aber ich wusste noch nicht genau was. Ich hatte noch keine Sounds gehört in meinem inneren Ohr und hatte noch keine weitere Idee. Das Einzige, was ich hatte, das waren die Husumerinnen, also mit anderen Worten eine gesungene Huhu-Linie. Yes. Hörte ich relativ deutlich und das war alles. Wir sind also jetzt ganz offen rangegangen und haben einfach mal durch Probieren geschaut, was passiert und den C-Teil entwickelt. Und ich kann mir vorstellen, dass man mit der E-Gitarre Sounds macht, die einfach oder eine richtige bluesige Slide oder irgendwas ganz anders kann man noch. Oder die scheiß Oktav-Gitarre, ich weiß es überhaupt nicht. Mhm. Lass uns basteln. Okay. Ja? Ganz anders da, ne? Das reichen eigentlich zwei Töne. Ja, ne? Noch weniger. Noch weniger. Fertig. Und dann da aber ein bisschen variieren. Also nur in dem Zeitrange auch zu spielen. Reicht schon. Ja. Egal, ob es Text ist oder Bilder malen, alles, oder es ist wenig, immer alles, wenig, was Überflüssiges erkennen und weg. Ja. Bitte, bitte, bitte. So machen wir das.
Danke, wir haben's. Wunderbar. Mit noch zwei Musikern haben wir ja eigentlich schon sehr, sehr viel erreicht. Wir haben einen Bass, wir haben Harmonieinstrumente, wir haben einen C-Teil erzeugt, wir haben atmosphärische Sounds, Effekt-Sounds, also das ist schon ein ganz rundes Bild. Wir kommen also jetzt zur Percussion, um den Groove noch ein bisschen zu verstärken. Ich habe von Anfang an eine bestimmte Shaker-Figur gehört und mir war klar, dass das Fundament von den Bongos kommen sollte. Das Ding ist nur, wenn man mit einem Percussionisten zusammenarbeitet, der nicht nur richtig gut ist, sondern in seinem Raum wesentlich mehr Instrumente hat als jeder Musikalienhändler, dann ist klar, Percussion zieht Percussion nach sich. Weil das entspricht dem Bass. Dann haben wir's. Und der Bass im Chorus, da verdoppelt er sich. Und da kannst du den auch doppelt so oft spielen. Gung. Im Chorus, gung, gung. Und dann und in der Strophe wieder zurück. Merkst du jetzt, was ich meine? Ja, das Gegenspiel zu den Bongos. Mhm. Drin. Ich mach den durch. Da hast du nämlich das ist das ganze Ding immer auseinander. Ja. Und wenn du den jetzt noch halb so lang machen kannst. Ja, so cool. Jawohl! Und alle machen sich immer lustig, ne? Ich spiele die Triangel. Ja, 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 ja. Schwer. Dann zeig mal. Ja, hallo. Wir haben eigentlich alles, wenn nicht sogar mehr als alles, mehr als ich brauche, an Material zusammen, um das Ganze zu bearbeiten, zu mischen und daraus den fertigen Song zu machen. Alles ist entstanden aus einer Idee, aus ein bisschen Überlegung an der Gitarre, wie der Song ist und aus einem kleinen Computer-Layout. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf das Ergebnis.